Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Play Solo Ranked in League of Legends. Mein Name ist Molle und ich bin von Gaming Creeps heute bei euch am Start. Ja, wir starten direkt in-game. Ich spiele Chivana Jungle. Hier seht ihr meine Gegners und meine eigenen Kollegen. Ich wollte jetzt nicht also so weit alles zeigen. Also, das wäre zu lang jetzt gewesen. Und ja, ich starte wie gewohnt im Jungle mit Chivana bei Blue Buff. Und ja, ich hoffe, euch wird dieses Format gefallen. Ich werde das öfter solo queuen und das auch aufnehmen. Und ich werde auch der öfteren einfach mal Duo queuen. Was ich mich ein bisschen jetzt aufregen würde, wenn jetzt jemand einfach in Raid Call reinkommen würde. Und zwar sind wir ja nicht, wir sind ja so eine Gruppe, die benutzen Raid Call, nicht Skype oder TS, sondern wir benutzen Raid Call. Ich weiß nicht, ob wir das sagen im Video, aber es ist halt noch nicht draußen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme es einfach mal schon vorher ein bisschen auf, damit du nicht komplett hinterherhängst. Und im Hintergrund, das müsste eigentlich jetzt irgendeine Nightcore-Musik, wo ich hoffentlich Rechte drauf habe. Zumindest, wo keine Rechte drauf bezogen werden. Ja, aber meine Maus ist jetzt nicht übertrieben laut. Sonst sieht es schlecht für mich aus. Okay, auf jeden Fall schon Level 3 und dann gucken wir, ob wir es mitlehnen. Mitlehnen ist nicht zu sehen. Ist für da jetzt irgendwie... Egal. Ich tippe an, dass ich da auf dem Weg bin und let's go. Okay. Okay, tschüss. Ah, das war ja mehr als fail. Okay, nächstes sollten wir so ein bisschen besser timen. Zum Glück konnte ich jetzt diese Nidalee am Arsch kleben, die mich geheilt hat. Und Chatter Flash. Das hat mir jetzt sowas den Arsch gerettet. Die auf Toplane eine hyperaggressive Vi gegenüber dem Shen. So, ich hoffe, das Game wird genauso gut wie meine ersten Runden im Rankeds mit Chivana. Weil da habe ich einfach mal rasiert. Ja, ich hatte rasiert. Mache jetzt mal eine Wölfe und dann gucke ich mal, wo ich ganken kann. Farblend sieht ziemlich schlecht aus, weil die ganze Zeit durchgepusht ist. Botlane wäre vielleicht meine Alternative. Ich mache Wölfe und dann komme ich die Botlane. So, lauf schneller, Chivana. Run faster. Werfen schnell einen Pot rein und dann geht's auf zu Botlane, da ja. Ich aber weiß, dass hier gewardet ist. Na, ich zerstöre jetzt mal den Ward. Fuck! Ja man, First Blood für uns. Das sieht schon mal gut aus. GG, meine Freunde. G zu dem G. Gar nicht hat Triss, aber okay, es war sehr gut von Annie gemacht. Mit dem Flash und dann der W. Ich habe spiele nicht so oft. Ich glaube, es war die W. Und dann hat sie erstmal dort schön nass gemacht. Ich werde jetzt gleich erstmal kurz raustappen müssen, nachdem ich weggegangen bin. Und zwar werde ich erstmal im Raid Call einen Channel wechseln müssen in den Aufnahmeroom. Da befinde ich mich jetzt. So, die FPS müssen jetzt wieder hochgehen. Jupp, sie gehen wieder hoch. Sauber. Und Item und Tränke. Ne, Worts. Worts. I need Worts. Okay, ich kann mir noch eine kaufen, weil ich behindert bin. Okay. Okay. No, Botlane, da ja, why? Ich
Hör mal, die Musik ist nicht zu laut jetzt. Das habe ich gleich übersteuert. Ja. Scheiß ich jetzt mal drauf. Und ja. Wer Shyvana mal gespielt hat, weiß, dass man eigentlich mit Shyvana erst richtig gut gehen kann. Ab Level 6 durch ihre Ulti. Und zwar springt man ja dann mit ihrer Ulti als Drache. Und das... Ja, ich mag die Gangs eigentlich so mehr, also im Early als im Late Game. Weil im Late Game ja sowieso nicht mehr Gang tut, weil ab einer Zeit die Late Phase einfach zu Ende ist. Aber ich hoffe, das wird sich so schnell hier nicht legen. Deswegen, zack. Und jetzt bewege ich mich auf Richtung Top Lane. Nachdem ich mein Red gemacht habe. Gucken, dass hier sich keiner Mumu ranschlingelt von links. Und jetzt bin ich auf dem Weg. Doch, gerade nope. Fuck! Das war nicht wirklich worth it, weil wir haben zwei Ultis eingesetzt für ein Flash. Nicht, es ist meiner Meinung nach nicht worth. Auf keinen Fall. Wir hatten jetzt einen anderen Klick gekriegt. Ach, Jinx hat Botlane einen Klick gemacht, okay. Ne, Kenyel ist weg, ich dachte schon, die ist gestorben. Das ist aber nicht der Fall. Mitlehnen sie der Farm? Ja, eher auf Aris Seite. Hat eben auf Nidalee und dann resten wir die Schlampe. Vielleicht, weil sie keinen Mana hat. Werfen Speer! Stirbt die? Red Buff! Scheiße! Verdammt Kackies! Nieder? NP. So, Botlane ruft noch. Ich komme. Lol. Sauber. Sieht richtig gut aus. Wo ich hätte den Amumu bis jetzt nicht einmal gesehen. Doch ganz am Anfang einmal, unten auf der Wattline. Gucken. Dann nutze ich mir mal seinen Red Buff. Also lasse ich einen Creep dastehen. Oder zwei. Counter ganken! Hua! Hab ich außerdem den Kill gestealt? So, dann lassen wir den Weimar weggehen und dann können wir so lange die Lane halten. Gegen Shen sollte das nicht so schwer werden, meiner Meinung nach. Ich werde einfach nur die ganze Zeit ehen. Ja, ich muss wahrscheinlich ganz in den Kuchen. Ich hoffe einfach nicht, dass er mich tauntet, sonst bin ich am Arsch. Wo er hat nun Dorans Schild bis jetzt, dann könnte ich mich theoretisch auch gegen ihn fighten. Gerade mit Red Buff.
Ja, okay, taunt raus. The town is raus, baby. Komm her, du Hure. Okay, Schild raus. So kaltet mein Schild ist raus. Läuft hinterher. Ach, das ist okay, kenne ich. Doktorspiele. Wow, Midlane. Bottleneck kommt kein SS. Das ist ein bisschen komisch. Blame the Jungler. Ich sehe da ein bisschen, weil ein bisschen kalt ist. Ja, Wohnung. Echt gerne im Ward gehabt, damit ich seinen Red Buff warden kann. Okay, ich sollte vielleicht nicht straight so durchgehen. Egal, YOLO. Hutscha! Okay, ich sollte aufhören. Definitiv aufhören. Genau, sprich eine Sprache, die keiner versteht. Pick. Ich so, weiß nicht, man sie poke me. Keine Ahnung. Nur Timer. No report. Ach, du Flame. Lauf bei dir. Ich denke, was die, dass die hat Spanisch gesprochen. Moment, das ist der Name von der. Oh. Egal. Komm Top Lane, da ja, ich will Kill haben. Und Shen ultet. Du glaubst mir, du entkommst mir? Ich will festchecken. Nee, da gehe ich Gage jetzt nicht. Töte ihn doch! Meine Fresse, macht ihr denn da? Jetzt hätte ich wieder geflamed. Du hast ja noch nicht genug. Ja, was war denn so schlecht? Nur los, okay. Don't blame here. No. Ich warne dich, Shen. Ich. Oha, okay, jetzt hast du den Krieg erklärt. Ja, jetzt hast du den Krieg erklärt. Weißt du, ich, ja, ich
Resse dich! NP. Dem Kite. Hätte auch nicht so hinterher rissen sollen. Riss! Rest the fuck out of here. Ja, Leute, die Lags sind absichtlich, weil ich mit ihm rausgeswitcht bin. Ich bin mir irgendwie sicher gewesen, dass die Musik dort zu laut war. Egal. Egal. I'm coming. Ha! GG? Botlane? Enemy double kill. Ich verteidige das mit 5 Leuten. Sure, all this luck. Das wäre echt schade, wenn wir das jetzt schon wenden würden. Oh, dann läuft gerade so gut. Okay. Will es rausgehen. Okay, wir fighten. Okay, wir fighten nicht. Okay, wir fighten doch. Okay, ich fighte nicht. Ich lebe, ich lebe, Mama, ich lebe. Dead Ari. Lol, okay, der hat das hier ganz überlebt. Shenold. Ich hab's auf jeden Fall Boots und weh, aber ich bin so schlimm ja auch nicht. Ihr müsst überleben, meine Freunde, ihr müsst überleben, dann können wir fighten. We can fight, we can fight, we can fight. Oh ja! Hörst, fuck out of you. Opala. Ich geh nicht 3 Boots 1. Hallo? Nein, ich konnte nicht kiten. Das ist baiten. Bait the fuck out of you. Get out the way, bitch. Get out the way. Get, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Okay, das ist unser Inhib. Das ist auf jeden Fall unser Inhib. Zack. Und now let's win this fuck off out of here. Fight! Shit, aber fight nicht! Ich sagte fighten! Ich meine fighten, da meine ich fighten. GG! Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Und ich schaue das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play League of Legends Solo Ranked. Mein Name ist Molle. Bis dahin. Ciao.